Frankreichs Fußballnationalmannschaft hat das WM-Finale am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion fest im Blick. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen und dem Sieg gegen Belgien im WM-Halbfinale ist das Team von Trainer Didier Deschamps im Endspiel gegen Kroatien in der Favoritenrolle. Besonders mit ihrer starken Defensive konnten die Franzosen im bisherigen Turnier überzeugen. Doch les Bleus sind gewarnt. Zuletzt standen sie bei der Europameisterschaft 2016 im eigenen Land im Finale und verloren dort etwas überraschend gegen Portugal. So etwas soll sich auf keinen Fall wiederholen, sagt Mittelfeldspieler Paul Pogba. Maintenant je connais le goût de la défaite en finale. Ich kenne den Geschmack der Niederlage im Finale. Und er ist wirklich nicht gut. Er ist sehr bitter. Wir werden das Finale nicht so angehen wie bei der Euro. Wir werden das gut zu Ende bringen mit einem Lächeln im Gesicht. Wir werden Frankreich zur Explosion bringen. Wir haben Fotos gesehen, das war außergewöhnlich. Das wollen wir wiedersehen mit Spielern, die springen und schreien. Zusammen mit ganz Frankreich, mit allen Fans, mit unseren Familien, mit allen. Aber da sind natürlich noch die Kroaten. Das Team von Slatko Dalic ist sicherlich die Überraschungsmannschaft des Turniers. Die Kroaten hatten sich erst in letzter Sekunde über die Playoff-Spiele gegen Griechenland für die WM qualifiziert. Nach dem Sieg gegen England im Halbfinale sei jetzt alles möglich, sagt Dalic. Wir hatten den härtesten Weg und werden die einzige Mannschaft sein, die 8 Spiele bei dieser Weltmeisterschaft hatte, wenn wir alles zusammennehmen. Und das ist sehr schwierig. Die Spieler haben so viel Anstrengung und Energie investiert, aber es scheint so, dass wir umso besser spielen, je schwieriger es wird. Deshalb mache ich mir keine Sorgen darüber, was am Sonntag passieren wird. Frankreich hat einen Ruhetag mehr, aber wir werden uns in den verbleibenden Tagen erholen. Jetzt gibt es keine Entschuldigungen. Das ist das Finale. Wir müssen bereit sein und alles geben, was wir können. Man steht nur einmal in einem WM-Finale. Dass die kroatischen Fans feiern können, haben sie während der WM schon mehrfach bewiesen. Sie hoffen auf einen historischen Sieg. Das gilt allerdings auch für die französischen Fans. Auch sie würden ausflippen, wenn ihre Mannschaft nach 1998 zum zweiten Mal den WM-Pokal nach Frankreich holt.